Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich über das Thema Scham in Bezug auf Essstörungen sprechen. Ich denke, dass es ein sehr, sehr großes Thema ist und ich glaube auch, dass ein Video von mir da nicht sehr viel ändern kann. Aber trotzdem möchte ich darüber sprechen, denn ich glaube nur, wenn ganz viele Menschen darüber sprechen und auch dementsprechend etwas tun, kann sich daran jemals was ändern. Und ja, deswegen mache ich dieses Video. Und vielleicht kann dieses Video dem einen oder anderen von euch helfen, ein bisschen besseres Gefühl zu haben. Ich weiß, dass das Thema Scham bei generell psychischen Erkrankungen sehr stark ausgeprägt ist, weil es da eben auch sehr viele Klischees leider und Vorteile gibt, eben auch sowas wie psychisch kranke Menschen sind verrückt und so weiter oder gefährlich. Das hat man ja alles schon gehört und ja, deswegen schämen sich viele Menschen eben dafür, wenn sie psychisch krank sind, eben auch bei Essstörungen. Er hat das nochmal einen anderen Beigeschmack in Bezug darauf, dass ich eben auch schon sowas gelesen habe. Ganz, ganz schlimm, sowas wie Essstörungen haben nur irgendwelche reichen Mädchen, die ja, nicht genug zu tun haben und sich Probleme machen müssen. Und es gibt Kinder, die jeden Tag verhungern und wir sollen uns mal wieder einkriegen, weil es ja einfach nur komplett schwachsinnig ist. Und wir auch nur verwöhnte Gören sind, die sich anstellen. Und es wäre ja respektlos von Menschen gegenüber, die wirklich nichts zu essen haben. Und ich weiß auch, dass es wirklich essgestörte Leute gibt, die solche Gedanken haben wie, warum bin ich denn essgestört? Es gibt Menschen, die haben wirklich nichts zu essen und die müssen wirklich verhungern und so. Aber solche Gedanken sollte man wirklich niemals haben. Man sollte sich niemals schämen gegenüber Menschen, die nichts zu essen haben, weil natürlich ist es ganz, ganz schlimm. Aber es ist, und das weiß, glaube ich, jeder Betroffene, es ist nicht so, dass wir uns das irgendwie in irgendeiner Art und Weise aussuchen könnten. Wir hätten natürlich die Gelegenheit, ausreichend Essen zu haben, aber trotzdem gibt es viele von uns Essgestörten, die wirklich auch verhungern. Und das tut kein Mensch freiwillig. Und es ist auch ziemlich schlimm, eine Essstörung zu haben, an der man stirbt. Und deswegen darf man das nicht so niederspielen, schon gar nicht das so hinstellen, als ob wir uns das selber aussuchen und als ob wir daran schuld wären. Denn das sind wir nicht. Kein Mensch ist selber daran schuld, psychisch krank zu sein. Kein Mensch ist daran schuld, eine Essstörung zu haben. Niemand sucht es sich aus. Wir entscheiden uns nicht dafür, krank zu werden. Kein Mensch würde das tun. Und in dem Moment, wo wir uns wünschen, essgestörter zu sein, sind wir schon essgestört. Und deswegen kommt dieser Wunsch. Aber kein gesunder Mensch würde sich jemals wünschen, krank zu sein, schon gar nicht eine Essstörung zu haben. Ich meine, das ist auch ein bisschen schwierig. Es gibt da eben auch so die Leute, die sagen, ich wünschte, ich hätte eine Essstörung und meinen damit, sie wünschten, sie wären dünn. Das ist auch wieder ganz dünnes Eis und finde ich auch ganz schrecklich. Aber sowas sagen Menschen eben auch nur, weil sie nicht aufgeklärt sind. Weil sie nicht wirklich wissen, was eine Essstörung bedeutet. Und ja, ich glaube, das ist eben bei ganz vielen Menschen so. Und Leute, die sowas sagen wie, nur irgendwie reiche Mädels, die nichts zu tun haben, irgendwie legen sich eine Essstörung zu. Ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen. Solche Menschen haben eben auch keine Ahnung. Und ich meine, man sieht es ja auch daran, wie unglaublich ja, groß das Feld ist, wenn Menschen tatsächlich Essstörungen bekommen. Nicht irgendwelche Teenager-Mädels, die reich sind und keine Probleme haben, sondern jeder Mensch kann theoretisch eine Essstörung kriegen. Egal ob als Kind, was natürlich sehr schrecklich ist, als Jugendlicher, als Erwachsener. Ich habe erst mit 18 eine Essstörung bekommen. Oder auch schon viel älter, mit 50, mit 60 kann man auch noch eine Essstörung bekommen. Das ist alles nicht ausgeschlossen. Nicht nur Frauen bekommen Essstörungen, sondern Männer können ganz genauso betroffen sein. Und dabei ist es egal, ob man arm ist oder reich oder total intelligent oder dumm. Es kann theoretisch jeder betroffen sein. Und das ist eben einfach ein Fakt. Und das widerlegt schon mal diese Aussage, dass nur irgendwelche reichen Mädels denen irgendwie langweilig ist, eine Essstörung zulegen. Und auch da wieder, welcher gesunde Mensch sich eine Krankheit zulegen wollen. Und ja, Essstörungen sind eben auch eine ein Krankheitsfeld, an dem extrem viele Menschen auch sterben. Und ja, das ist total absurd für mich. Es ist eigentlich überhaupt nicht witzig. Es ist unglaublich traurig, dass es wirklich Menschen gibt, die sowas sagen. Ich habe auch schon Kommentare gelesen, da habe ich Schnappatmung bekommen. Nicht, weil mich das irgendwie getriggert oder getroffen hat, weil ich einfach reflektiert genug bin, um zu wissen, was ist das bitte für ein Bullshit. Aber ich weiß eben, dass es wirklich Leute gibt, die das wirklich trifft, weil sie sich halt eh schon für die Krankheit schämen und schuldig fühlen. Und dann auch sowas zu lesen im Internet, ist wirklich das Letzte. Oder auch sowas zu hören zu bekommen. Also wie, stell dich nicht so an, es gibt Menschen, die haben wirklich nichts zu essen. Das ist ganz, ganz schlimm und dann fühlt man sich nur noch schuldiger und isst dann noch weniger. Und das ist genau das Gegenteil von hilfreich, leider. Ja, das ist einfach sehr, sehr schwierig, glaube ich, weil ich glaube, wir werden es in dieser Generation nicht mehr hinkriegen, dass alle Menschen aufgeklärt sind über Essstörungen. Und es wird immer Menschen geben, die sowas sagen, was ganz, ganz schrecklich ist, aber es ist eben wichtig, dass möglichst viele Menschen eben aufgeklärt genug darüber sind, um dann eben was zu sagen, dagegen zu sprechen. Und dadurch werden dann solche Stimmen eben auch immer
kleiner, aber leider gibt es sehr viele Menschen, die solche Kommentare unterstützen. Genau wie es auch eben sehr viele Menschen gibt, die sagen, sie wären gerne magersüchtig oder so, weil sie damit meinen, dass sie eben gerne dünn werden. Oder Bulimie ist ja auch toll, dann kann man alles essen, ohne zuzunehmen. Sowas habe ich auch schon gehört und es tut wirklich einfach nur weh in meinem Kopf, wenn ich sowas höre. Und eine essgestörte Person, die richtig leidet, und es ist einfach wirklich ein Leid, das man da hat, kann sich, glaube ich, nichts Schlimmeres vorstellen, als so einen Kommentar zu hören. Weil ich meine, Menschen mit körperlichen Krankheiten, die hören sowas nie. Ich habe noch nie gehört, ach, Rheuma, da bin ich aber neidisch, ich hätte auch gerne Rheuma. Oder geschweige denn, hat irgendjemand schon mal gesagt, ich hätte gerne Krebs? Bestimmt nicht. Es ist eben wirklich nur psychische Erkrankungen, die da wieder in so ein Licht gerückt werden, wo ich wirklich denke, wie kann es passieren, dass Menschen so darüber denken? Und das liegt eben auch wieder in der fehlenden Aufklärung. Aber das Problem ist eben auch, dass viele Menschen nicht aufgeklärt sind, dadurch, dass sich eben so viele Betroffene schämen und eben nicht darüber sprechen wollen. Ich kann das bis zu einem gewissen Grad echt verstehen und ich konnte auch lange nicht darüber reden, weil ich es mir selbst nicht eingestehen konnte. Aber ab dem Punkt, wo ich es mir von mir selbst eingestanden habe, habe ich angefangen zu recovern und habe ich auch mit allen Menschen darüber gesprochen. Also klar, das musste erst ein bisschen kommen, aber es war mir einfach wichtig, das Thema zu kommunizieren, weil es eben einfach so doll in mein Leben eingeschnitten hat. Eine essgestörte Person hat eine Essstörung nicht nebenbei. Die nimmt, wenn man sie wirklich auslebt, das komplette Leben ein und die komplette Persönlichkeit. Das komplette Leben von einem Menschen ist ja nur noch Essstörung, Essstörung, Essstörung. Und es sind so viele betroffen, so viel mehr als man glaubt, weil eben die Menschen darüber schweigen. Oder so viele waren auch betroffen. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit zu genesen, daran glaube ich ganz fest. Aber ja, abgesehen davon gibt es auch ganz viele Menschen mit ungestörtem Essverhalten. Ich glaube, dass ein gestörtes Essverhalten sehr schnell zu einer Essstörung führen kann. Muss nicht, aber kann. Und gerade in unserer Generation, glaube ich, gibt es so viele Menschen mit ungestörtem Essverhalten wie noch nie zuvor. Und deswegen müsste man eigentlich noch viel mehr eine aufgeklärte Gesellschaft haben, die auch ein bisschen auf sowas achtet, damit sich sowas eben nicht entwickeln kann. Wenn du ja darüber Bescheid wüsstest, über die Gefahren einer Essstörung und eben von Diäten und so weiter, dann würden vielleicht auch weniger Essstörungen entstehen. Das könnte Leben retten unterm Strich. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen, dass wir nicht darüber sprechen wollen, wenn man dann einfach sehr wenig Verständnis bekommt. Sehr wenig Leute verstehen wirklich, was eine Essstörung ist, was es bedeutet. Und ja, teilweise ist man da einfach müde. Ich habe schon so ernüchternde Gespräche geführt mit Leuten, die meinten, ich muss mich einfach nur ein bisschen bemühen, ich müsste einfach nur mal was essen, was sie dachten, Essstörung bedeutet, dass ich kein Hungergefühl habe. Was an sich natürlich nichts Schlimmes ist, wenn man nicht aufgeklärt ist. Aber ich habe versucht, es zu erklären, aber das ist eben sehr schwierig. Und teilweise rede ich da wirklich Stunden mit Menschen drüber. Und sie verstehen es immer noch nicht. Und dann denke ich mir, okay, diese Person wird es nicht mehr verstehen. Weil es einfach so ein komplexes Thema ist. Es ist eben nicht so leicht zu erklären. Klar, die Grundrisse kann man umreißen und dann versteht die Person halbwegs, worum es geht. Aber die wirklichen Qualen einer Essstörung, die kann man einem Menschen wahrscheinlich in 1000 Stunden nicht richtig erläutern. Ganz verstehen wird sowieso keiner, der nie eine Essstörung hatte, aber zum Beispiel meine beste Freundin und meine Mutter. Ich habe mit denen so viele Stunden über meine Essstörung geredet, denen ganz genau gesagt, was ich fühle. Und die verstehen es ziemlich gut. Aber auch nicht immer. Und ja, da muss man eben auch als Person, die nicht betroffen ist, sich auch für das Thema wirklich interessieren, um das nachvollziehen zu können. Ja, aber was eben wirklich mehr da sein soll, ist eine generelle Aufklärung, denke ich mal, damit eben solche super triggernden Kommentare, wie ich vorhin angeschnitten habe, nicht mehr fallen. Aber deswegen, ja, da, deswegen, um das zu erreichen, müssten eben Betroffene auch darüber sprechen. Ich meine, teilweise gibt es so viele Therapeuten, die gar keine Ahnung von Essstörungen haben, wo ich wirklich denke, wie kann das denn passieren? Und auch als Ernährungsberaterin hatte ich über das Thema Essstörungen eine Doppelseite. Das ist absurd, total absurd, wirklich. Also, wir sind da einfach wirklich auf Betroffene angewiesen, die es dafür stark machen. Und deswegen habe ich diesen Kanal unter anderem und auch meinen Account auf Instagram. Deswegen habe ich damit angefangen, weil es mir wichtig war, darüber zu sprechen. Aber ich weiß auch eben, wie das mit dem Scham ist und was man sich teilweise anhören muss, dass man sich nicht genug bemüht. Und es ist irgendwie auch eine Art demütigend, darüber zu sprechen. Eben auch, weil Leute dann immer so komisch gucken und weil es auch eben auch so ein Tabuthema ist irgendwie. Und ich weiß auch, dass der Scham da bei Bulimie und bei Binge Eating noch größer ist. Eben aufgrund von den Essanfällen und weil viele Menschen auch damit irgendwie die Verknüpfung haben, dass da keine Selbstbeherrschung stattfindet, dass man irgendwie jetzt nicht zusammenreißen kann, dass sich einfach nur vollfrisst die ganze Zeit und das irgendwie dann auch mit Schwäche assoziiert wird. Aber das alles ist völlig falsch. Essanfälle sind eben auch ein Krankheitssymptom. Es hat nichts mit Schwäche oder undiszipliniert sein zu tun. Gar nichts. Es ist eine Krankheit. Und ich glaube, dass es echt wichtig ist, dass erstmal alle Betroffenen das irgendwie in ihren Kopf kriegen und es realisieren. Aber egal, in welcher Essstörungsform man hat, egal welche Symptome man hat, ob es übergeben ist, Fressanfälle oder Hungern oder zwanghaftes Sport machen, Schritte machen und so weiter. Ich kenne es auch. Es gibt auch Sachen, mit denen habe ich mich richtig geschämt in meiner Essstörung. Aber all das machen wir nicht, weil wir darauf Bock haben. Es ist
ein Krankheitssymptom. Es ist eine Krankheit, die wir uns alle nicht ausgesucht haben. Und das ist unglaublich wichtig zu verinnerlichen. Am besten jeden Tag. Am besten sollte einem das auch jeder im Umfeld jeden Tag sagen, bis man es endlich realisiert hat. Und ich habe dafür auch lange gebraucht, aber ja, ich hatte von Anfang an so ein Grundwissen einfach, ja, es ist nicht meine Schuld, dass ich diese Krankheit habe und es ist eine Krankheit, aber dass man das wirklich verinnerlicht hat und auch wirklich so fühlt, dauert es sehr lange. Und wenn man darüber aufgeklärt werden, nicht so leicht verurteilt werden würde, auch so zum Beispiel, wie kannst du denn nur Essen wegschmeißen? Ja, auch das ist wieder so das Ding, also ich habe das zum Beispiel nie gemacht, aber ich weiß, dass es unglaublich viele Leute gibt, die sich so sehr dafür schämen. Aber die machen das nicht, weil sie Essen verschwenden würden. Und wenn sie gesund wären, wäre das wahrscheinlich das Letzte, was sie tun würden. Aber die Krankheit, die bringt einen dazu. Es hat nichts mehr mit der Persönlichkeit oder einem eigenen Willen zu tun, was dann passiert. Und das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen. Und ich wünschte, dass eben einfach mehr Leute darüber Bescheid wüssten. Diese mangelnde Aufklärung ist für mich einfach ein Riesenthema, weshalb ich eben auch nicht, einfach nicht aufhören kann, darüber zu sprechen. Und ja, ich würde mir eben wünschen, dass auch Angehörige solche Informationen haben. Und eben auch die Betroffenen immer wieder klar machen können, du kannst nichts dafür, du kannst über alles offen reden, du musst dich nicht schämen. Denn wenn all diese Symptome auch, wie zum Beispiel Essen wegschmeißen oder generell auch Essanfälle haben, sich übergeben, wenn es alles bekannter wäre und auch mehr kommuniziert, sodass eben alle wüssten, das hat jetzt nichts mit undiszipliniert sein oder Leseverschwendung zu tun, sondern es ist wirklich ein Krankheitssymptom, wo das die Person nichts kann, müsste man sich dafür auch nicht mehr so schämen. Aber wie gesagt, das kann alles eben nur darüber kommen, wenn die Menschen darüber sprechen. Und ich möchte einfach jeden ja dazu motivieren, darüber zu sprechen, auch wenn es nur mit den engsten Leuten ist. Aber auch vor allem, und es ist noch wichtiger als es zu verbreiten, noch wichtiger als eben darüber zu sprechen, ist wirklich sich selber verzeihen und sich eben auch klar machen, man hat es sich selber nicht ausgesucht. Wenn man sich selber vergeben muss, dann heißt es, dass man selber auf sich wütend ist oder ähnliches. Und das ist eigentlich schon so traurig, wenn man ja selber dafür nichts kann. Ich meine, für meine chronischen Erkrankungen war ich ja auch nie sauer auf mich. Ich war nie sauer, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe oder Hashimoto oder Rheuma. Klar, ich hatte da auch meine Struggle mit meinem Körper, aber das kam eben auch irgendwie eher durch die Essstörung auch, dass sich das irgendwie alles so entwickelt hat, dass ich einen Hass gegen meinen Körper hatte. Aber wir können nichts dafür, dass wir psychisch krank sind. Wir können nichts dafür, dass wir eine Essstörung haben. Und wir müssen uns dafür nicht schämen. Wir dürfen uns Hilfe holen. Es gibt Menschen, die sind ausgebildet, eben genau solchen Menschen zu helfen, die Probleme haben, wie sie haben. Und wir haben es nicht provoziert, wir können nichts dafür und es ist eine Krankheit. Ich glaube, es kam irgendwie rüber, was ich damit irgendwie sagen möchte. Es ist unglaublich wichtig für die Heilung, dass man die Scham gehen lässt. Dass man sich nicht mehr dafür schämt, dass man diese Erkrankung hat oder hatte. Und der offene Umgang damit hat mir extrem geholfen. Eben auch, dass ich den Menschen in meinem Umfeld, wenn es auch nur das nächste Umfeld ist, das ganz nah an einem dran ist, erzählen konnte, was los ist und eben auch, was ich in welchen Situationen brauche, etc. Und das hätte ich nicht gekonnt, wenn ich diese Scham noch gehabt hätte. Es gibt immer noch Momente, wenn Leute komisch reagieren, und das passiert mir sehr, sehr selten, aber es passiert eben auch. Oder wenn ich die Kommentare lese, manchmal, dass ich dann irgendwie einen Anflug von Scham für meine Krankheit habe, dann denke ich mir so: Nee, das kann es nicht sein, ich habe mir das nicht ausgesucht. Und das ist eben so wichtig zu verinnerlichen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen weiß das jeder. Aber das kann man nicht oft genug hören. Das kann man sich nicht oft genug immer wieder in den Kopf reinhauen und sich einprägen und sich verinnerlichen lassen. Und von daher habe ich dieses Video gedreht, weil ich auch weiß, dass es so vielen Leuten so geht mit dem Schamgefühl bezüglich der Essstörung und schämt euch nicht dafür, schämt euch nicht für Rückfälle, schämt euch nicht dafür, wenn ihr schwach werdet, schämt euch auch nicht dafür, wenn ihr die Essstörung vermisst. Das sind alles nur Symptome der Krankheit. Das müsst ihr bitte unbedingt verinnerlichen, um heilen zu können, euch selbst vergeben zu können und Selbstliebe vor allem aufbauen zu können. So viel dazu. Ich werde dieses Video nicht ewig lang ziehen, jetzt endlich mal aufhören zu reden. Das war jetzt eigentlich schon viel länger, als ich wieder machen wollte, aber es ist eben ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil es so wichtig ist und weil ich es bei so vielen Menschen schon gesehen habe. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der eine Essstörung hat, der nicht mehr mit Scham zu kämpfen hatte. Deswegen und ja, es ist einfach so traurig, weil wir schon so sehr an dieser Krankheit leiden und uns dann noch dafür schämen. Das ist wirklich, wirklich traurig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Hätte euch irgendwie geholfen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch mal diese Probleme hattet, dass ihr euch geschämt habt für eure Essstörung oder ob ihr das immer noch habt oder ob ihr das vielleicht loslassen konntet. Das würde mich sehr interessieren. Über ein Abo freue ich mich auch immer sehr, dann verpasst ihr kein Video mehr und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.